Und es ist mal wieder Zeit, einen altbekannten Mann vor die Kamera zu ziehen. Häufig gesehener Gast, der Ingo. Guten Abend. Ja. Es ist soweit, ich glaube, der Traum eines jeden Filmemachers. Ich führe meine Freundin in die Welt der Filmemacherei ein. Endlich hat sie mal das Interesse und will wirklich mithelfen am Set. Hast du Bock? Ja, Mann. Das war leider ein Scherz. Dann hier so in die Ecke. Es ist einfach instant daneben. Ah. Keine Sorge, mir ist durchaus bewusst, dass nichts so langweilig ist wie Möbel kaufen und aufbauen. Aber das ist nun mal Teil meines Samstags heute. Aber das ist wirklich nur ein kleiner Teil dieses Vlogs. Denn ich muss heute auch noch was drehen. Der Vorteil ist, ich nehme wirklich gar nichts Großes mit. Ich nehme einfach die C70 mit einem Akku und zwei Speicherkarten, einer Optik and that's it. Das ist wirklich sehr angenehm. Wir reden oft darüber, dass es teilweise sehr befreiend ist, wenn man einfach mit sehr wenig Equipment arbeitet. Und dadurch, dass es heute wieder eine dokumentarische Nummer ist, mache ich es wirklich so freaking minimal wie irgendwie möglich. Alle Leute, die wirklich was von Handwerk verstehen, gucken jetzt am besten mal kurz weg. Sorry, Papa. Okay. Leute, ich weiß, die Thematik ist unspannend, aber trotzdem möchte ich euch mal an dem Leid teilhaben lassen, warum das hier so lange dauert und so chaotisch ist. Wir haben den Schrank ohne Türen gehabt jetzt für die letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so. Wir hatten ein System mit Schubladen und dies, das, jenes. Und jetzt kam Carina irgendwann auf die Idee, ey, ich will Türen davor haben. Soweit, so gut, kein Problem, packt man halt Türen davor. Wenn man es macht, merkt man aber, ach scheiße, durch die Scharniere, die jetzt davor sind, kann man plötzlich keine Schublade mehr da machen, wo vorher eine war. Und da muss man plötzlich anfangen, komplett neues System zu machen, alles abzuschrauben, neu anzuschrauben, woanders hinzupacken und zu gucken, was klappt überhaupt. Macht schon Spaß. Oh, jedes Mal, wenn man so einen Ikea-Schrank baut, ist es eine Zerreißprobe für die eigene Geduld und die eigene Beziehung. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem kleinen Doku-Shooting. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ingo. Hallöchen. Hi, mein Lieber. Wie geht's dir? Gut, danke. Wie läuft's? Ich habe den Ingo gefragt, ob ich ihn fotografieren darf. Und er hat ja gesagt. Und jetzt erfährt er erst, was das eigentlich bedeutet. Ja. Ich verliere meine Rechnung. Ja. Ich werde jetzt den Ingo einfach ganz verrückt machen und schminken. Ingo. Ich hatte ganz große Sorge, als er mir gerade im Auto sagte, dass er Kunstblut dabei hat. Wieso? Da gibt es so eine kleine Vorgeschichte. Aber wie spät haben wir es jetzt hier? Nee, 5:05, die kann man erst nach 22 Uhr erzählen. So, long story short, ich mache nochmal, wie schon angekündigt, ein paar Aufnahmen für Joschas Porträt/Imagefilm. Und der hat heute ein Fotoshooting, was ich jetzt einfach quasi ein bisschen Fly on the Wall mäßig begleite und schöne Schniebis sammle. Schniebis, kurz für Schnittbilder. Also Bilder, die ich über Joschas Interviewteil drüber lege. Aus dem YouTube-Universum bekannt als B-Roll. Ich hasse allerdings den Begriff B-Roll, wenn es eigentlich A-Roll ist, weil ich filme es ja nur, um es zu benutzen. Und B-Roll ist ja eigentlich eher... Da haben wir es so runter. Achso, kannst du einfach irgendwas anziehen, das ist schön. Ein Sneak Peek. Das ist eigentlich mein Favorit. Das ist ja geil. Das hier. Hat auch so ein bisschen was von Pastor. Ja, stimmt. Ganz klarer, deutlicher Blick, keine da wirkliche Mimik. Muss ich mir ein Poster von machen. Da muss ich mir einfach ein Poster von machen. Ein bisschen da,
ist geil. Liebe Freunde der Filmtechnik, Tipp des Tages ist, wenn ihr so eine Lampe ausmachen wollt, also früher hätten wir gegengetreten, das können wir uns nicht mehr erlauben. Man könnte auch fragen, ob ein Stromkasten irgendwo ist, aber wenn man sieht, dass da ein Sensor ist, der auf Licht reagiert, dann kann man einfach Folgendes machen, man richtet eine Lampe drauf und dann denkt nämlich der Sensor, ist Tag geworden, oben geht die Funzel aus. Und das Herz, Josh, hast du ein Konzept oder legst du einfach drauf los? So halb-halb, ehrlich gesagt. Das ist echt so genau die Mitte, wo es Spaß macht. Weil wenn du zu viel Konzept hast, dann rennt man dir nur sich selber hinterher. Wenn man gar kein Konzept hat, dann steht man da und weiß nicht, was man machen soll. Aber so ein bisschen Konzept, dass man aber noch ganz viel Freiheit hat. Das heißt, es wird auf jeden Fall gut, egal was man macht, aber man kann noch mehr rausholen. Wenn dieses Gefühl vorherrscht, dann macht es mega Spaß. Ich arbeite hier mit einem warmen Weißabgleich. Und relativ viel Power jetzt. Und dann kann ich das Bild unterbelichten und dann kackt nach hinten in dieser Garage komplett ab. Aber weil die kalt weiß, ist, wird die dann blau. Dann will ich jetzt noch gucken, ob wir die beiden Luftballons holen, dass du diese festhältst. Dass du hier einen da ein. Den ganz klein bisschen tiefer, nur einen Zentimeter. Was hier immer schwierig ist, bei dieser Lichtposition ist, ich möchte die Betonung im Schatten der beiden Wangenknochen haben. Hier seht ihr, dass es so nach Schatten einfällt. Ne? Aber wenn ich mit der Lampe zu steil gehe, was diesen Schatten betont, zeige ich euch mal gerade. Wird der Schatten krasser. Und dann werden die Augen total dunkel. Dann spricht man von sogenannten Raccoon Eyes, also Waschbärenaugen. Weil man sieht dann kaum noch irgendwie die Pupille. Wenn ich jetzt aber weiter zurückgehe, dann kriege ich mehr Licht in die Augen, aber ich verliere hier diese tolle scharfe Kante. Und da so genau den Punkt zu finden, wo beides funktioniert, das ist ein bisschen die Krux. Und manchmal denkt man sich, ey, das kann doch nicht sein, dass der Vogel seit 10 Minuten einen Zentimeter vor, einen Zentimeter zurückspielt. Aber manchmal ist das genau der Punkt, den man auch in der Kolorierung oder in dem man auch dann in Photoshop nicht mehr geil korrigiert kriegt. Am geilsten ist immer, wenn es im Licht schon perfekt ist und man einfach nur noch irgendwie die Farben bearbeitet und sagt, top, das ist das Bild. Und da will ich eigentlich überhin. Boah, Alter, ist das dark. Scheiße, ist das fies. Boah. Boah, ist das geil. So, wir sind fertig. Joscha kopiert jetzt gerade noch ein bisschen die Saaten. Ingo ist, glaube ich, kalt. Ein wenig. Aber Ingo, wie war's? Das war super. Es war einfach nur super. Krass. Ich habe jetzt nur zugeschaut. Ich habe jetzt hier keinen Verdienst an irgendwas. Ich finde es total geil, weil die ganze Nummer total in das, was Joscha und ich in letzter Zeit sehr häufig predigen, prügelt, sag ich mal ganz hart, und zwar mit minimalem Aufwand total geilen Stuff rausholen. Joscha hat es hier sehr viel mit Mischlicht gemacht. Mega geil. Kann man sich immer wieder was von abschauen. Dann hat er einfach ein bisschen geschaut, wo sind irgendwie coole und interessante Lichtsituationen und hat denen dann Kontrastmöglichkeiten gegeben. Mega fett. Leute, Hashtag des Tages, tut es wie Joscha und dann tut's auch wie Joscha. Happy? Ja, mega happy. Ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil wird. Judy, ich würde sagen, wir beenden die Nummer hier. Joscha bearbeitet schon fleißig Bilder am Handy. Und wir winken jetzt alle und sagen tschüss, vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen. Übrigens, heute hat meine Schwester Geburtstag. Ich weiß nicht, falls jetzt wichtig. Ja, gratulier doch mal. Ja, liebe Saskia, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich bezweifle, dass du das sehen wirst, aber... Der gefällt aber auch. Gratulier doch mal. Ja.